Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt das ja schon im Thumbnail gesehen. War Recap hier auch aus dem ersten Clan. Allerdings habe ich gestern noch eine andere Folge einfach mal mit dazwischen gemacht. Hatte einfach den Hintergrund, so zwei Tage denn nur Clan-Kriegsfolgen zu sehen. Ist sicherlich auch für den Betrachter langweilig. Deswegen habe ich euch gestern mal eine Statusfolge mal mit dazwischen geschoben. Und wir gucken aber trotzdem mal rein, wie knapp das letztendlich war. Und wir sehen das hier im Warlock. 126 zu 125, also sau eng, kann man nicht anders sagen, und das wäre auch, das wäre eine bittere Pille gewesen, wenn wir den verloren hätten, denn wir haben im Stream gesehen, dass der Gegner ja doch eher verhalten angegriffen hat, erstmal an dem Abend, und wir denn doch schon relativ viele Angriffe gemacht haben auf der gegnerischen Seite, und wir haben eigentlich ja, relativ stabil auch im 10er, 11er Bereich angegriffen, dass hier ein bisschen was offen blieb. Das war uns auch in diesem Clan hier klar. Ich habe ja auch vor zwei Tagen bzw. vorgestern gesagt, der eine oder andere muss uns leider verlassen. Der Aale muss uns leider verlassen, obwohl er eigentlich ein guter Attacker ist. War ein bisschen schade, denn am Ende ist es ja nochmal richtig eng geworden. Ich werde euch das auch gleich zeigen, dass der Gegner dort richtig abgeliefert hat. Und Praver ist in True Warriors 2, das wissen wir. Aber auch hier, Fifu ist zurzeit noch auf Reise. Auch da wussten wir, dass er nichts macht. Julix ist bei TW2. Brünnhildir ist im Moment in seinem Clan. Also alle, die hier mit uns mitgekämpft haben. Robin, Fabulous, vielen lieben Dank, dass ihr hier wart. Der Evil Angward ist jemand, der von fremd kam. Also auch hier, Yannick kommt sowieso wieder. Piranix mussten wir leider entlassen. Das ist auch ganz witzig. Er ist jetzt bei einem Clan. Road to Victory. Ja, die Victory hätte es auch bei uns haben können. Naja, ist nicht so tragisch. Der ein oder andere ist dann aber doch, glaube ich, hier geblieben. Da müsste ich jetzt mal ein bisschen genauer gucken. Ihr habt das ja mitbekommen. Lichtle und Kevin King oder doch Kevin King sind hier hingekommen. Sandstrom, Natrix hatte ich mich schon bei bedankt. Und auch beim Lukas hier. Also der Razor ist hier geblieben als R8 und auch der Elias. Keine schlechte Sache hier. Und auch hier haben wir die meisten Angriffe im unteren Bereich gesehen. Und ihr habt das auch im Thumbnail gesehen. Wir haben einen Rathaus 9er, der hier maxed out Rathaus 11er gezweisternt hat. Also cooles Ding hier. Den gucken wir natürlich auch. Und ich weiß gar nicht, wo ich hier jetzt einsteigen soll. Denn der RH9-Bereich war hier ja auch wirklich, wirklich stark belegt. Und auch hier weiß ich gar nicht, wo steige ich denn eigentlich ein. Dann steigen wir hier mal ein. Denn auch hier weiß ich mal wieder nicht, was habe ich gezeigt, was haben wir schon gesehen im Stream. Und deswegen wollen wir einfach ein paar schöne Angriffe sehen, denke ich mal, auch aus dem Clan True Warriors 1. Und Clan Level 14 fühlt sich ja auch nicht schlecht an. Wir sind ja Clan Level 14 geworden hier. Und es gibt jetzt zwar keine Vorteile mehr und Nachteile sowieso nicht, außer dass du immer schwerere Gegner bekommst, also die natürlich auch so ein bisschen so in deiner Level-Range sind. Wir haben schon lange keinen einstelligen Gegner hier mehr gehabt, also so ein 8er, 9er, die kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr. Es sei denn, es finden sich ein paar Spieler zusammen, die sowas, irgend so ein Event machen, so wie das die German Legends machen, die sich da mal eben in einem Clan versammeln, um hier nochmal richtig Gas zu geben, in einem Clan zusammen. Die können natürlich auch mal ein CK zusammen spielen und dann kann es schon sein, dass du da mal auf so eine Truppe triffst. Allerdings sind das alles RAL, wa? Also wird das Matchmaking schon nicht passen. Deswegen bin ich da zuversichtlich, dass wir niemals auf solche Truppen treffen können. Der Akaya hier schön mit Hexen-Bowler-Kombination, er ist ein Rathaus 9er, ja, ist ein Rathaus 9er hier. Helden 15, 18, das ist in Ordnung für unsere Sparte hier. Und wie gesagt, wir haben jetzt zwei Achter hier drin. Ich weiß nicht, wie das mit den Achtern hier weitergeht. Also es kann sein, dass wir Elias irgendwann wieder gehen lassen, müssen wir einfach sehen, dass hier zwei Achter nach wie vor nicht so dolle sind. Im jetzigen CK ist es in Ordnung. Da haben wir unten 7 und 7er und einen Achter gehabt. Da hat das mal wieder gepasst, aber in den meisten Fällen passt es leider nicht. Und entweder werden wir hier mehr Achter, also mehr starke Achter. Mit starken Achtern meine ich eigentlich natürlich Drachen auf 3, Päcker auf 3, Golem auf 2 und die Hoxmücke auf 4. Valkyren,
Die nehmen die wenigsten im R8-Bereich. Also ich kenne kaum jemanden, der im R8-Bereich dort die Walküren mit Masse nimmt. Das kann man aber auch machen. Und wenn dann hier jetzt zwei, drei Stück reinkommen, denn wir haben natürlich wieder ein bisschen Luft hier, dann ist uns das auch in Ordnung. Dann ist das für uns auch absolut in Ordnung. Und hier mussten wir mal einen Rathaus-10er dran lassen. Die 31 hatte ja irgendwie lange gehalten. Also die Base von Hamid hier, auch wenn sie sehr symmetrisch aussieht, also beide Seiten sind gleich aufgebaut. Das sieht man, wenn man jetzt hier in der Mitte mal einen Strich ziehen würde, dann sieht man, dass das beide Seiten also gleich sind. Und das ist eigentlich immer eine schöne Base für Rathaus 9 Hocks oder auch für einen Luftangriff. Also ich wäre die Base hier sicherlich irgendwo mit Luft angegangen. Aber jetzt als Rathaus 10er mit Queen Walk erstmal die Clanburg gelockt. Und ja, dann weiß ich nicht, warum die Leute auch eher hier so lange zögern mit dem Gift. Der muss sofort drauf, dass der Drachen, dass die Drachen, vor allem die Babydrachen, gar nicht erst dazu kommen, ihren starken Ausschweif rauszubringen, sondern richtig schön verlangsamt werden. Das ist jetzt aber erstmal der Fall. Und jetzt hat er hier natürlich super gefunnelt. Und die Masse der Bowler gehen hier jetzt durch. Klar, als RH10er hast du natürlich einen Zauber mehr, hast die 40 Truppen mehr. Die Helden hat er ja jetzt nicht unbedingt auf Rathaus 10 Niveau hier. Also da müssen die nochmal ein paar Level zulegen. Aber in diesen Ranges hier ist das absolut in Ordnung. Und der Evil war ja jemand, der von außerhalb kam. Also wie gesagt, es hat mich echt gefreut, dass hier, dass der Clan hier so schön voll wurde. Ich habe das ja vor zwei Tagen auch schon gesagt. Und dass hier so toll gekämpft wurde. Und ja, ich meine, jetzt sind wir wieder ein bisschen weniger. Spielen wieder kleinere Kriege, war ja ein schönes Event. Ich habe ja schon, ich glaube, irgendwann habe ich es mal erwähnt. Ich trainiere ja für so ein Event. Ich habe ja noch einen Clan, die Herausforderer, dass ich vielleicht mal einen Community-Clan mit euch spiele. Aber ja, vielleicht müssen wir da erst noch ein paar mehr werden, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass du einen Community-Clan aufmachst und keiner kommt. Ja, das wäre ganz fatal. Dann würde ich mich auch in die Nesseln setzen, wie das so viele vor mir getan haben. Zwar mit viel, viel weniger Abonnenten. Ich nenne mal so eine Zahl mit 500 Abonnenten. Und dann Community-Clan, wo kein Mensch reinkommt. Und es gibt natürlich nichts Schlimmeres, als dass du deinen Clan aufmachst, ganz toll dafür wirbst und dann kommt da wirklich kein Mensch rein. Das wäre für mich natürlich auch sehr, sehr fatal. Und deswegen muss ich das schon ziemlich genau abklopfen. Klappt das wohl? Wird so ein Clan wo voll? Ihr könnt mir gerne sowieso einiges in die Kommentare schreiben, was ihr gerne von mir sehen wollt. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr kriegslastig. Hab aber ja gestern mal auch mal wieder eine Farm- und Update-Folge gemacht. Ich denke mal, das wird auch ein bisschen mehr werden, wenn ich erstmal RH11 bin. Da geht's dann ja erstmal wieder auch mit mir ein bisschen voran. Denn monatelang ging's, habe ich ja jetzt auf der Stelle getreten, ja. Alle 8 bis 12 Tage mal einen Zauber angestoßen und ein Mäuerchen gemacht. Ja, das ist ja auch nicht die Welt. Also da brauche ich jetzt nicht die großen Superfolgen von machen. Aber ich halte euch einfach so ein bisschen auf den Laufenden. Und ich denke mal, das ist auch an der Stelle absolut in Ordnung. Ja, wir gucken einfach weiter. Ich zeige euch nebenbei, während ich so vor mich hinrede, einfach ein paar schöne Clankriegsangriffe. 25 auf 29, der Phönix hier. Ist auch schon ein bisschen länger hier. Ich glaube, er ist auch noch da. So genau bin ich nicht mehr Herr der Lage hier. Also der Stream hat mich schon gut beschäftigt, muss man sagen. Das hat man vor allen Dingen daran gesehen. Ich habe an dem Abend in den 3,5 Stunden keinen Farmangriff gemacht. Und war auch nach den 3,5 Stunden, obwohl ich mich ja immer ein bisschen bewege, das heißt, ich mache ja mal ein Päuschen, gehe mal ins Fenster und mache mal so ein bisschen so, dass ich mal aufstehe vor allen Dingen, denn ich sitze sowieso den ganzen Tag oder sehr, sehr häufig im Büro und dann hier natürlich auch noch abends 3,5 Stunden so auf so einem mehr recht als schlechten Stuhl hier zu sitzen, das geht auf den Rücken, das kann ich euch sagen, in meinem Alter. Und das habe ich auch gemerkt, als der Stream vorbei war gegen 12 Uhr. Da hat mir ganz schön der Rücken wehgetan. Also wirklich unten, Lendenwirbel und so weiter. War schon heftig. Also für mich als alten Mann hier 3 Stunden oder 3,5 Stunden hier das Ganze zu geben, ist schon sportlich, aber hat natürlich auch sau viel Spaß gemacht. Gar keine Frage, so viel aus 2 Clankriegen zu zeigen. Und ich fand die Idee eigentlich auch ganz gut, aber ich muss das nicht jedes Wochenende haben. Also der nächste Stream wird sicherlich wieder
So ein ganz chilliger Stream, wo ich mich ein bisschen zurücklehne, ein bisschen farme, ein bisschen Event mit euch spiele, wo wir einfach nur ein bisschen clashen, ein bisschen tratschen und ein bisschen Spaß haben. Und ich denke mal, so eine Aktion wie das letzte Wochenende, ja, mal gucken. Mal gucken, aber wie gesagt, Community Clan steht ja noch so ein bisschen offen, also das lasse ich auch noch offen stehen. Aber trotzdem könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was kann der Toto denn eigentlich noch bringen? Also ich muss jetzt nicht jeden Tag hier CK zeigen, obwohl ich es könnte. Wirklich, ich kann ja letztendlich immer aus irgendwelchen CKs irgendetwas zeigen. Schöne Angriffe, schlechte Angriffe, Fails, was auch immer. Und aber ich möchte natürlich auch nicht, dass ihr euch langweilt. Was mich immer langweilt, sind halt so Folgen wie 30 Heiler und die Helden. Sowas würde mich jetzt persönlich langweilen und ich würde nicht reinschauen. Ist zwar sicherlich mal ganz nett. Ja, man probiert ja auch mal ein paar witzige Sachen, gar keine Frage. Aber letztendlich kann ich auch mit vielen Kanälen etwas machen. Das heißt also R8, R9, Farmstrategien, dunkles Farmen und so weiter und so fort. Oder Heldenleveln, wie schnell geht's und. Also es gibt ja Möglichkeiten ohne Ende. Ich will natürlich nicht ganz so stark abweichen von meinem eigentlichen Thema. Gar keine Frage, aber ich kann letztendlich, das habt ihr gestern gesehen, natürlich auch was ganz anderes zeigen. Und deswegen interessiert mich einfach mal eure Meinung. Ihr wisst, was andere Clash of Clans Spieler bringen, die in dem Metier unterwegs sind. Und von daher, ja, ich möchte auch nicht dasselbe machen. Ich meine, dass dasselbe oder das gleiche machen, sind ja auch immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Und warum sollte ich über die Bilderhall 7 irgendetwas machen oder sagen. Ich meine, ich kann sagen, ja, hurra, Bilderhall 7 kommt. Wo ich selber ja nicht so ein Hurra-Schreier bin. Hurra, endlich kommt die Bilderhall 7. Ich bin ja mal gerade so 6 am Anfang, habe 2 Truppen auf Max. Und das ist gewesen. Was soll ich also von 7 bringen? Das, was kommt, das habt ihr jetzt schon bei anderen YouTubern gehört. Und das muss euch dann so ein Toto nicht nochmal vorkauen. Ich kann euch da natürlich gerne meine Meinung zu sagen und das ist gar keine Frage, aber letztendlich, ich bin ganz ehrlich, interessiert mich gar nicht. Ja, in der Bilderhall, da mache ich einfach mein Ding ganz behende, da mache ich einfach meine drei Tagesangriffe und dann ist es das auch gewesen. Ja? Also so viel mache ich da ja denn auch nicht. So, wir haben noch ein paar Angriffe hier jetzt, es geht ja auch schon in den oberen Bereich. Und ich hatte euch ja auch versprochen, wir werden am Ende, ja, denke mal, einen ganz guten Angriff sehen. Also das wird sicherlich viele Neuner hier hoffentlich ermutigen. Denn ihr habt das auch im Bild gesehen, dass wir an der Stelle mal einen Neuner hatten, der hier einen Elfer gezweiert hat. Also Maxout-Elfer mit Adler-Dev und allen drum und dran. Und ja, ich fand das eine gelungene Aktion. Und von daher kann man sich sicherlich sowas mal anschauen. Wie geht das? Wie hat er das gemacht? Was muss ich für Helden haben, was für Zauber und so weiter. Aber wir sehen hier den Kai auf diese komische, ich mag diese Base nicht, muss ich sagen, oder überhaupt diesen Typ Base mit den Inseln, mit diesen Inferno-Inseln rechts und links, da kommst du blöde ran, da musst du doch schon wirklich ein guter Angreifer sein. Und um so eine Base letztendlich zu dreiern hier, aber Kai hat sie ja auf 2 gekriegt. Ich frage mich gerade, wie hat er das gemacht? Denn die Queen geht da hinten rum und jetzt kommt erst die Clanburg. Ich weiß gar nicht, wie der hier 2 Sterne rausgeholt hat. Das muss ich mich jetzt mal erfragen. Okay, da lebt ja jetzt echt nicht mehr viel. Der King ist noch da und ein Bowler, glaube ich, ist da noch dran. Da sind noch ein paar Magier. Der Golem da hinten wird jetzt aber leider verbrutzelter von dem Drachen und von der Dev. Oh, der Drachen stirbt. Ach. Der King dreht um, auch nicht schlecht. Und und die Golems damit bei. Ja, das ist natürlich cool. Das ist natürlich nicht schlecht. Und der X-Bogen auf Level 3 macht jetzt auf so einen 25er King. Ja, nicht so wirklich Schaden. Jetzt kommen da auch schon die Golems mit dabei. Und wenn der Golem natürlich jetzt auch gleich zerplatzt, dann ist auch der X-Bogen an der Stelle Geschichte. Aber hier hat er... Ah, er kann den King sogar noch zünden. Ja, sauber. Super gemacht. Hat er Glück gehabt, dass der King hier nochmal eine Kehrtwendung gemacht hat und konnte sich daran erinnern. So nach dem Motto, ah, da war ja noch was. Ach, da in der Mitte ist das Rathaus. Yo, nehme ich mal mit. Hat er gut gemacht hier. So sind das hier. Schöne 2 Sterne gewesen
vom Kai auf die Nummer 21. 21 auf 21, das ist auf Augenhöhe, würde ich sagen. Obwohl ich glaube, dass die Base von Kai etwas stärker ist. So, so ist ja immer so eine blöde Floskel. Die haben wir schon im Stream gesehen, das macht aber nichts. Die gucken wir uns ruhig nochmal an, zumindest diesen hier vom Praver. Denn der Praver hat hier 2x3 abgelegt, das heißt also Sixpack hier auf die Nummer 15 und 16. Wir gucken uns hier die 16 an, die Rundbase. Lockt also erstmal die Clanburg-Truppen und ja, ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Da unten sein Setup, also das geht schon. Geht also auch hier bei Praver immer ein kleines Stück voraus. Also wenn man die Leute ja schon ein bisschen länger kennt und jetzt sieht so 16er Ward. Mal gucken, in den nächsten Kriegen, wenn ich hier wieder was von Praver zeige, da bestimmt einen von den drei Helden wieder ein kleines Stück höher. Aber ich denke mal, gerade wenn du mit einer 40er Kombi hier nach RH11 gehst, und das ist er ja gegangen, ist es glaube ich das einfachste, erstmal den Warden auf 20 zu ziehen, denn er braucht ja erstmal nur Elex. Dein Dunkles kannst du in die Truppen reingeben, das heißt also in die Bowler vor allen Dingen, in die Golems, Hunde, ja, also das sind letztendlich Truppen, da kannst du das Dunkle dann erstmal reinballern, machst den Warden auf Level 20 und danach dann erst deine anderen Helden Stück für Stück weiter. Aber ich bin da ja auch nicht mehr weit von entfernt und da interessieren mich natürlich auch nach wie vor eure Meinung, wie ich überhaupt meinen Rathaus Level 11 beginne. Da gibt es ja dieses nette Paketchen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich wenig Juwelen habe, aber leider kann man diese Pakete zu Anfang einer neuen Rathausstufe nicht mit Juwelen bezahlen, sondern muss leider Bares hinlegen. Und ja, ich bin noch im Zweifel, ob ich das mache, weil es gibt natürlich auch, ich glaube, es gibt den Warden, es gibt die Adler-Dev und man bekommt, glaube ich, noch 2.500 Juwelen dazu. Und das für, ich glaube, es sind 21 Euro. Das ist natürlich ein Kampfpreis, wenn man sich das mal anguckt. 6 Millionen kostet, glaube ich, der Warden zum Rausbringen und 8 Millionen, meine ich, der Adler. Und der dauert dann ja auch vor allen Dingen noch gleich beim Rausbringen eine Woche oder 14 Tage, glaube ich, dauert er sogar. Und man hätte ihn sofort. Ja, das sind natürlich schon verlockende Angebote und ich bin noch im Zweifel, was ich mache, ob ich das Angebot wahrnehme und die Entwickler ein wenig unterstütze und natürlich mein RH11 Start damit enorm forciere. Oder ob ich sage, nee, ich bringe das mal ganz behend raus und dann farbe ich mal nach. Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo ich mich da hintragen lasse. Und deswegen, mal schauen. Aber wir sehen in der Gara 11 auf 11, aber 11 ohne Adler. Ohne Adler-Dev. Gara haben wir ja im letzten CK noch gesehen bei den True Warriors 2. Also nicht im letzten, sondern im vorletzten CK war es. Und er ist dann ja wieder zu TW1 rüber, um hier den Event-CK mitzuspielen. Also gute Sache. Oh, mein Kalender ist immer noch voll. Das muss ich auch mal fixen, dass der mir nicht angezeigt wird. Komischerweise vom Emulator hier gab es vor kurzem wieder ein Update und irgendwann ist es wieder mit drin. Dann ist es lange nicht nach einem Update und mit dem nächsten Update ist es wieder drin. Also ist ganz, ganz komisch hier. Der Emulator hier läuft auf Android Version 5.1.1, nur für die Technikinteressierten. Und ist, denke ich mal, relativ stabil. Man kann hier gerade in der Software relativ viele Settings setzen, die nicht schlecht sind, also was Performance angeht und auch Ressourcenverbrauch vor allen Dingen. Also auch da kann ich natürlich mal eine Folge von machen für die, die vielleicht auch mal mit YouTube anfangen wollen und wissen nicht so genau, ja, jetzt habe ich hier meinen PC, was brauche ich denn eigentlich? Ja? Was brauche ich eigentlich zum Aufnehmen? Oder aber so einen Emulator kann man auch super dafür nehmen, nur diesen Emulator, um einfach mal dem Toto einen Kampf zu schicken. Ja, ihr wisst das, ich habe immer unter meiner Beschreibung mein Google Drive. Da könnt ihr mir Videos hinsenden. Coole Angriffe, super Lootfolgen, was auch immer. Also bitte keinen normalen Farm-Zeus, wo irgendwo nichts drüber rauskommt, was wir alltäglich machen, sondern eher unalltägliche Sachen. Also der allerletzte super spannende CK-Angriff hier mit 99,07% oder was auch immer. Und
wenn man natürlich dann sowas hat, das kann man, und man hat einen PC, dann kann man das natürlich auch einfach mit dem Emulator machen. Denn alle Emulatoren haben irgendwo so eine Art Aufnahmeknopf und speichern das Ganze schon in einem netten Format ab. Die Dateien werden unter Umständen ein bisschen größer. Also auch hier sage ich mal, meine Videos, gerade hier so eine halbe Stunde oder so, da wächst die RAW-Datei also richtig groß an. Ich kann euch mal ein Eckwert geben. Das Video von vorgestern, wo wir den True Warriors 1 Clan ja drin hatten, 2 Clan drin hatten im Recap. Die RAW-Datei war ungefähr 2,8 GB groß. Die habe ich dann also in meine Videobearbeitungssoftware reingeworfen und letztendlich war dann das ganze File dann mit Sound und Intro und Outro und Schnitt noch dazwischen, was man halt so macht, war dann knappe 3 GB groß und ich schmeiße das dann nochmal in eine Software rein. Die Software nennt sich Handbrake, ist also Freeware und oder Open Source ist es so, muss man sagen. Und damit kann ich nochmal das ganze Video verlustfrei komprimieren. Das heißt also, viele Nullen und Einsen werden aus der Datei nochmal rausgestrichen und das Ganze wird eingestampft. Also letztendlich habe ich mir die Software mal geholt, um DVDs abgezogene nochmal ein bisschen zu verkleinern, also Filme, Serien und so weiter. Und nutze das allerdings jetzt eigentlich jeden Tag, nämlich nach dem Videoschnitt haue ich da das Video nochmal rein und dann werden mal eben aus den 3 GB 700 MB. Ja, und die dauern natürlich dann zum Hochladen zu YouTube nicht mehr so lange, als wenn ich da 3 GB hochlade. Obwohl ich sagen muss, bei einer 40 Mbit Upload Leitung dauern auch 3 GB nicht lange. Also die 700 MB sind dann auch in so ein paar Minuten nach YouTube übertragen, je nach Tageszeit. Und wir sehen hier den Gara mit schöner Bowler Kombination, ein paar Hexen dabei. Jetzt hat er noch ein Miner, okay, ein Laki, 8 Valkyren und eine Hexe. Mal gucken, was diese Kombi noch so bewirken kann. Aber die Queen will schon Richtung Rathaus, das ist natürlich nicht schlecht. Und kommt hier jetzt mit einem zweiten Sprung rein. Da konnte man sich fast sicher sein, dass jetzt die Truppen, die von außen kommen, natürlich auch in die Mitte hier reingehen, denn die kleinen Bogenschützen sind da ja schon reingesprungen. Und dann geht sie in die Mitte, die wird jetzt schön entkernt hier. Leider natürlich nicht mit dem Adler. Ich glaube, den Adler bekommt er hier an der Stelle nicht. Und so ist jetzt die Queen im Fokus des Adlers. Ja, und die ist dann ganz, ganz schnell Geschichte, weil wenn der erstmal anfängt, auf die Queen zu feuern, dann gibt's kein Zurück mehr. Das heißt also, das Ziel, was er sich ja letztendlich anvisiert hat, das kriegt dann leider auch den Flächenschaden ab. Und wenn das an der Stelle die Queen ist, dann hat die zu wenig Healpoints, um so ein, zwei Schuss auszuhalten, es sei denn, du hast eine ganze Horde Heiler dahinter. Hatte er aber nicht, denn die sind jetzt auch schon Geschichte. Aber ich denke, es ist ein schöner 2-Stern gewesen hier. 11 auf 11. Okay, ohne Adler. Fand ich jetzt nicht so tragisch. Irgendwo kämpft hier noch eine Truppe sicherlich gegen die letzten Prozente. Ah, dahin. Okay, der Laki macht also noch die letzten Prozente. Ja, passt schon so. Okay, da sind wir jetzt schon im richtig oberen Bereich hier. Und hier hatte der... Ja, hier hat eigentlich einer zugeschlagen, der Aale, den haben wir dann leider gekickt, weil es ja am Ende nochmal richtig eng wurde. Der Gegner hat nochmal richtig aufgeholt hier an der Stelle. Und jetzt geht hier schon wieder mein Telefon. Das kann ich echt gut ab. Entschuldigt bitte, mitten in der Aufnahme. Ich habe jetzt aber keine Lust, nochmal 20 Minuten zu sprechen, nur weil mich jemand anruft. Und deswegen musste ich den jetzt mal gerade niederlegen, dass wenn es denn wichtig gewesen wäre, hätte ich jetzt auch den Pausenknopf gedrückt, aber ich empfinde das jetzt mal als nicht so super wichtig. Entschuldigt bitte nochmal. Der Klingelton ist übrigens original, ist kein gedownloadeter, ist total nervig, aber man geht ans Telefon. Und ja, schönes Ding hier mit den Hexen und mit dem ganzen Volk, was hier noch so rundherum ist. Eigentlich ein schöner Angriff, den haben wir glaube ich auch schon im Stream gesehen. Der Aale hatte das angekündigt, dass er angreift und wir haben ja dann immer ganz munter hin und her geschaltet. Also auch das war, glaube ich, eine gelungene Geschichte. Ich hoffe auch, das gefällt euch nach wie vor, dass ich zwischen meinen Geräten hin und her schalte, auch im Stream. Denn das macht die ganze Sache nicht einfacher, aber es macht es ein bisschen interessanter. Denn gerade wenn ich jetzt am Tablet auch mal angreifen will und
oder etwas zeigen möchte, dann ist dieses Hin- und Herschalten sicherlich gar nicht mal so schlecht. Ich will das ja auch auf das Notwendigste begrenzen. Am Wochenende war das natürlich extrem. Ja, das war ja extrem Hopping, auch zwischen den Accounts. Und das ist ja auch nicht aller Tage. Also in der Regel streame ich mit Thorsten und zeige mit Thorsten, springe dann mal rüber, je nachdem, wo ich auch bin. Und mit Avatar bin ich auch wieder verbucht in einem Clan. Da mache ich ein schönes Video von. Da hat mich jemand eingeladen. Finde ich sehr, sehr nett. Und wird sicherlich auch da wieder eine spaßige Sache, obwohl ich erstmal gesagt habe, der AFA macht jetzt erstmal knallhart Dunkles und Helden. Wäre natürlich auch eine Folge, ja. Ich farme Dunkles in einer Stunde 100.000, ist ja kein Ding. Wenn man entsprechend viel Schub einlegt und immer wieder seine Helden vorgibt. Aber ich denke mal, boah, hier oben ist natürlich noch jetzt richtig viel Def und das werden die Hexen an der Stelle leider nicht mehr schaffen. So, dann sind wir hier 1 auf 1. Die hat der Joker gemacht. Ich glaube, die hat er auch schon im Stream gemacht, aber ich meine, wir haben den Angriff nicht gesehen. Und der Joker hier auch mit einer Hexen-Bowler-Kombination, also nach wie vor im RH11, würde ich mir auch mal ein paar Alternativen wünschen, denn letztendlich sieht man gerade hier oben im RH11 Bowler-Hexen. Oder Hexen-Bowler oder Golem-Hexen-Bowler oder Bowler, Golem, Hexen. Also irgendwas sieht man ja immer, aber man sieht selten so coole Kombis wie so aus der Luft, so Drachen, Laloon oder was auch immer. Also diese Technik oder diese Kombo hier, ja, die kann aufgehen, die kann aber auch mal so richtig schief gehen. Also auch das ist natürlich drin bei dieser Kombination, aber er kommt hier mit Zweisprung eigentlich gut durch die Base durch und hat hier jetzt schon das Rathaus, den einen Stern. Jetzt geht es natürlich darum, dass man aus der Mitte heraus noch den zweiten Stern unbedingt macht. Was heißt unbedingt? Man möchte ihn ja ganz gerne machen. Und das gelingt ihm an der Stelle aber auch. Nämlich hier außen mit den Hexen und Bowlern noch. Also die machen jetzt noch die Restprozente hier, sodass hier auch der zweite Stern noch drin war. Und wir hier in jedem Fall... Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch richtig Oberhand. Da hatten wir schon weit über 100 Sterne und der Gegner hatte, glaube ich, so 10, 15 Sterne. Aber die haben dann den Tag danach richtig Gas gegeben. Wir mussten richtig Hölle aufpassen, dass wir auf jeden Fall am Ball bleiben und dass wir in der Zwischenzeit hier nicht ganz so viele Sterne verlieren. Das heißt also in Fails und... in Fails und einen Angriff habe ich aber noch, den wollte ich euch ja nicht vorenthalten. Das ist, wo ist er denn eigentlich? Da ist er, vom Alex360, gucken wir uns mal an hier. Also hier ist ein Max RH11, ja, noch nicht so ganz super Max, ja, die letzten Bogenschützentürme fehlen dann noch. Die Kanönchen gehen noch ein Level hoch, aber trotzdem, es ist eine Base mit dem Adler, es ist eine Base mit zwei Infernos, die auch noch nicht auf Max sind, ich weiß, aber... Ihr seht das hier schon, mit der Kombination hier holst du natürlich außen schon richtig viel Prozente. Also kann man gar nicht anders sagen. Denn mit dem Babydrachen hier auf 2, die kriegen ja kaum Beschuss hier. Na, da geht es erstmal Prozent für Prozent hier schön so ein bisschen so eine Art Funnel zu bauen. Denn ich wollte an der Stelle hier unten rein, also hier wo ich jetzt aufs Lager klicke, an dem Magierturm. Und wir gucken mal, wie viel Prozente das hier schon nur mit dem Babydrachen werden. Das ist eine Einladung, so eine Base hier für einen Neuner. Und als solches habe ich es auch empfunden. Ich habe auch da zu dem Zeitpunkt schon gesagt, ich mache mit dem Alex die Nummer 10, denn ich glaube, da sind zwei Stück drin als RH9. Und wir gucken mal, ich lasse mir, glaube ich, noch zwei Drachen über. Also wir haben jetzt komplett geklärt hier, diese gesamte breite Front hier und sind jetzt schon bei 42%. Und es geht noch ein bisschen weiter. Ne, 43%. Okay, bei 43 hat es aufgehört. Da oben ist natürlich auch noch das Labor. Hätte ich noch mitnehmen können, aber ich habe mir jetzt die beiden Drachen noch aufgespart. Und wir gehen mal ein bisschen näher rein. Denn der Kampf hier ist wirklich ultra knapp. Der ist so ultra knapp und ich habe mich auch sowas von gefreut. Ich habe die ja abseits des Streams gemacht. Also die habe ich ja nicht mehr im Stream gemacht, sondern erst wesentlich später. Beziehungsweise diesen hier auch erst einen Tag später. Und... komme hier gut jetzt in die Mitte rein. Jetzt muss ich natürlich ganz hart die Clanburg giften. Also zweimal Gift drauf, Doppelgift. Und King schon mal gezündet. Und jetzt schicke ich noch die Babydrachen mit rein. Ich denke mal, das war auch ganz gut so.
denn die sorgen schon mal dafür, dass die Hexen da Geschichte sind und machen mir auch noch den Tesla da weg, denn der tut richtig weh. Und jetzt guckt euch mal die Queen an. Die wird jetzt schon gleich anvisiert vom Adler und das Rathaus. Eieieiei. Aber wir packen das Rathaus. Ja, wunderbar. Hat funktioniert, weil nichts anderes auf die Queen geschossen hat als der Adler und der Minenwerfer. Der Minenwerfer tut an der Stelle natürlich nicht so weh. Und ich denke mal, gelungene 2 Sterne hier, die sind ja auch bis zum Ende drauf geblieben. Also 126 zu 125. Und ich hatte es ja gesagt, wenn wir mal in die War Events gucken, ist halt nur noch der Gegner angegriffen hier hinten. Ganz verhalten wir noch mit so Angriffen, die aber auch nicht mehr wirklich geholfen haben. Und hier seht ihr das. Ja, immer nur Gegner greift an. Also irgendwann kamen die hier massiv rüber. Es hat aber nicht gereicht. Wir haben, jetzt gucken wir mal in die Events rein, 29 zu 29, 3 Sterne auch, also voll auf Augenhöhe hier. 13 gegen 12, jetzt sind wir 14. Glückwunsch nochmal an die Two Warriors 1. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten großen CKs, freue mich auf die Events. Lasst mir das in den Kommentaren da, was ich machen will, was ihr gerne sehen wollt. Und bis dahin, euer Toto. Clash.